Jo Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Wie immer in der Reaction-Umgebung zum Unboxing. Und gerade so ein bisschen Inception, denn ich habe eigentlich Urlaub und ihr seht mich trotzdem auf der Flimmerkiste oder auf eurem Monitor. Naja, wünscht mir auf jeden Fall schönen Urlaub. Die nächsten 14 Tage bin ich nämlich nicht da, außer heute natürlich, fürs Unboxing. Und ihr seht auch schon, was ich dabei habe, und zwar den Yeezy 500 im, ich glaube, er heißt Light Bone Colorway. Bam, da ist das gute Stück. Yeezy Sound ist da. Ich gucke mal ganz kurz, Bone White, nicht Light Bone, sondern Bone White schimpft sich der Colorway. Und finde ich persönlich, passt auch tatsächlich zum Upper des Schuhs. Knochenweiß. Jawohl, ich würde sagen, machen wir es wie immer. Wir arbeiten uns von vorne nach hinten durch und schauen mal, was die Panels hier so zu bieten haben. Als ich den Schuh eben ausgepackt habe, bevor ich das Unboxing gemacht habe, dachte ich so, wow, okay, jetzt wieder ein Yeezy und einfarbig. Aber eigentlich ist er nicht einfarbig. Der hat nämlich super viele verschiedene Elemente und ist dadurch auch so ein bisschen verspielter einfach. Genau, fangen wir einfach mal an. Wir haben vorne auf der Toebox ein Suede, ist jetzt nicht ganz so butterweich, finde ich aber nicht schlimm, tut dem Ganzen keinen Abbruch, sieht trotzdem sehr, sehr nice aus. Und wenn wir schon beim Suede sind, führen wir einfach mal weiter. Das Suede haben wir auch an diesen Eyelets bzw. am Lacing. Einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier, viermal insgesamt und ist jeweils oval gehalten. Ist mir vorher auch noch nicht so aufgefallen, aber das meinte ich halt eben am Anfang. Der Schuh definiert sich vielleicht nicht über wilde Farben, aber dafür über eine Menge Panels und das zeichnet den Schuh halt dann dementsprechend aus. Weiter mit dem Suede, und zwar haben wir hier noch ein Suede-Panel, was sich dann komplett einmal bis zu Heel erstreckt. Genau, unten drunter, unter diesem Suede, haben wir einmal ein ganz bisschen Glattleder. Das ist ein bisschen wie so bei so einem Skelett. Da passt natürlich auch der Name dann Light Bone perfekt zu. Der Bone Light, was habe ich gesagt? Ist auch egal. Sieht auf jeden Fall ein bisschen aus wie so ein Skelett, Exoskelett, was sich einmal komplett unter dem Suede durchzieht und dann auch nochmal auf der Zunge wiederzufinden ist. Dann hat man hier oben noch ganz schön diesen Tongue-Pull-Tab, um wunderbar in den Schuh reinzukommen. Die Zunge ist übrigens festgenäht an ja, an die Midsole, also innen drin, aber finde ich ganz nice, ist so ein Mix aus Monosock, aber auch aus einzelner Zunge. Ihr wisst ja, ich persönlich mag Zungen lieber, aber hier hat man irgendwie beides, 2-in-1, Monosock und Zunge. Sehr nice gemacht. Unter diesem Exoskelett haben wir dann nochmal Engineered Mesh, einmal ein bisschen gröber an den Außenpanels und an der Heel. Und ein bisschen feiner, kommen wir nochmal kurz zurück zur Zunge, an der Zunge. Und die Zunge ist auch relativ dick, genauso wie wir es hier an dem Schaft haben. Das ist auch relativ dick. Das würde mir persönlich jetzt schon sagen, der Schuh hat auf jeden Fall einen sehr angenehmen Tragekomfort. Schande über mein Haupt, ich habe den 500er noch nicht angehabt. Deswegen kann ich euch gar nicht sagen, wie der Tragekomfort ist. Ich persönlich denke aber, dass der so ist wie der 700er, sehr, sehr angenehm zu tragen. Ja, und was natürlich ganz anders ist als bei den Yeezys, und zwar ist hier kein Boost drin. Das ist eine Adiprene Midsole, richtig aggressiv vom Look, finde ich sehr, sehr cool gemacht. Also ich mag eh so chunky Dinger, wenn man einen breiten Fuß hat, klappt es wunderbar. Aber auch mit einem schmalen Fuß kann es sehr, sehr cool aussehen, wenn man den Rest dann dazu stylt, klamottentechnisch. Deswegen sehr, sehr nice gemacht. Ich mag diese Wellen hier. Auf der Midsole, hier steht auch nochmal, was drin ist, und zwar ist es das Adiprene Plus, was dann für die Cushion, für die Dämpfung sorgt. Und ich muss auch sagen, der Schuh oder generell die Midsole ist echt sehr, sehr weich, wenn man reindrückt. Wie gesagt, nicht angehabt, aber sehr, sehr weich, und deswegen gehe ich davon aus, dass das Tragekomfort auf jeden Fall sehr, sehr hoch ist. Nochmal ganz kurz von unten drunter geguckt. Wir haben hier so eine leichte Brücke. Also von innen sieht es halt so ein bisschen aus, als ob die Midsole gespalten wäre. Ist sie aber nicht, weil von außen seht ihr ja. Und dann haben wir einzelne Elemente noch. Sehr, sehr nice. Erinnert so ein bisschen an so ein Erdbeben. Ne, nicht Erdbeben, sondern an so ein, sag schnell, Höhenunterschiedskarten-Dingen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Naja. Schuh, wie gesagt, nicht angehabt, aber true to size habe ich mir sagen lassen. Also wie immer, 9,5 habt ihr. Nehmt eine 9,5 in diesem Schuh.
Release ist am 24.08. bei uns via Raffle. Wir blenden euch gerne, nee, wir packen euch gerne den Raffle-Link in die Infobox. Und wer Bock drauf hat, einfach eintragen und mit etwas Glück das Kaufrecht zum Yeezy 500 gewinnen. So, also mich hat er überzeugt, auch wenn ich anfangs ein bisschen skeptisch war. Aber ihr könnt mir gerne mal einen Kommentar lassen, wie euch der Yeezy 500 in diesem Colorway gefällt. Und damit bin ich auch schon wieder raus. Sage danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert, wie gesagt. Macht die Glocke an und abonniert unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Peace, Leute.